St. Peterner Verfahren ist ein integriertes Verfahren für befahrbare Lagen mit systematischer Rückegassenerschließung. Fällung, Aufarbeitung und Vorrücken erfolgen in einem 3-Mann-Team als ein Arbeitsprozess. Die Fällung wird von einem als Fäller bezeichneten Waldarbeiter durchgeführt. Ihn unterstützt ein zweiter Waldarbeiter, der Aster, in der letzten Phase der Fällung. Der dritte Mann des Teams ist ein Maschinenführer. Während der Fällung befindet sich der Maschinenführer mit dem Seilschlepper außerhalb des Gefahrenbereichs. Nach erfolgter Fällung gibt der Aster den Gefahrenbereich über Funk für den Maschinenführer frei. In der Zwischenzeit beginnt der Fäller vom Stammfuß her mit der Aufarbeitung des Stammes. Der Aster begibt sich in den mittleren Stammbereich, hängt dort sein Maßband ein und beginnt mit der Entastung. Nach der erfolgten Fällung positioniert der Maschinenführer den Seilschlepper zum Wenden und Vorrücken der Stammabschnitte auf der Rückegasse. Bei dem Seilschlepper handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Schlepper mit einer mittelstarken 5 Tonnen Seilwinde. Diese Maschine wird auch als UVV-Schlepper bezeichnet. Der Maschinenführer zieht das Seil aus und beginnt je nach Bedarf entweder mit der freien Entastung in der Krone oder mit dem Wenden und Vorrücken der Stammabschnitte. In diesem Fall ist eine Unterstützung des Asters nicht notwendig und der Maschinenführer beginnt direkt mit dem Wenden und Vorrücken der Stammabschnitte. Das Charakteristikum des St. Peterner Verfahrens ist die enge Zusammenarbeit des 3-Mann-Teams aus Fäller, Aster und Maschinenführer. Eine intensive Abstimmung zwischen den 3 Teammitgliedern und ein flexibles Anpassen des Verfahrens an die wechselnden Aufarbeitungssituationen sind essentielle Bestandteile des Verfahrens. Nach etwa 2 bis 3 Sortentrennschnitten erreicht der Fäller das Maßband des Asters. Der Fäller nimmt das Maßband des Asters auf und hängt es am letzten durchgeführten Sortentrennschnitt ein. Der Aster kann nun, nach Beendigung der Entastung, die verbleibenden Sortentrennschnitte am Reststamm durchführen.
Der Feller beendet seine Arbeit am Stamm mit dem Umhängen des Astermaßbandes. Die verbleibenden Stammabschnitte werden in enger Zusammenarbeit zwischen Aster und Maschinenführer gewendet, restentastet und in die Kranzone der Rückegasse vorgerückt. Der Feller begibt sich währenddessen zum nächsten zu fällenden Baum und bereitet dort die neue Fällung vor. Unterdessen führt der Aster die Restentastung an den gewendeten, verbleibenden Stammabschnitten durch. Je nach Bedarf unterstützt der Maschinenführer den Aster bei der Restentastung, indem er ebenfalls gewendete Stammabschnitte entastet. Sobald die Restentastung abgeschlossen ist, begibt sich der Aster zum Feller und unterstützt ihn in der letzten Phase der Fällung. Den Abschluss des Arbeitsprozesses stellt das Vorrücken der letzten Stammabschnitte in die Kranzone der Rückegassen dar. Sobald Sicherheit hergestellt ist, erfolgt die nächste Fällung. Am Ende der Maßnahme befinden sich die fertig aufgearbeiteten Stammholzabschnitte innerhalb der Kranzone jeder Rückegasse, sodass die gelöste Tragschlepperrückung erfolgen kann.